Ja, die was waren schon in Osnabrück. Wir was haben schon oben gespielt. Ich habe das noch nicht erlebt in der Liga 3, aber in Liga 2. Das weiß man genau, wo man fährt, wenn man fährt nach Osnabrück. Das weiß man, welcher Tonus ist da von erster Minute. Auf Platz und von Tribünen genauso. Das ist eine einheitliche Handlungsweise von Fans und Mannschaft. Ich habe irgendwo gelesen, die haben auch jetzt einen Schnitt von 10.000 Zuschauer. Das heißt eine tolle Kulisse für Liga 3. Und wenn man analysiert die Spiele, was haben wir logischerweise gesehen und gemacht, dann wird uns erwarten wirklich von vorne eine Mannschaft, was wird sehr stark Druck nach vorne aussieben, was wird manchmal mit allereinfachsten Mitteln, heißt mit langen Bällen direkt in die Spitze. Ein Beweis an die Spielweise ist auch, dass der Torwart zwei Tore vorbereitet. Das heißt direkt über System in die Herz. Wenn kommt bis die Spielerische, dann machen die das sehr intensiv über die Außenpositionen. Das ist die Art und Weise, was habe ich immer oben erlebt. Das heißt, lange Ball direkt in die Spitze, über die Außenpositionen Druck ausüben an die Gegner. Mit Wucht, mit Versuche, zweite Ball zu bekommen, diesen Druck zu halten. Das ist die Spielweise, was uns erwartet. Und logischerweise ist unsere Aufgabe, aber richtig dagegen halten, das zu neutralisieren, was ist irgendwo in jedem Spiel allerwichtigste. Wir haben viele individuell gute Spieler, die Mannschaft ist fit, also ich bin positiv überrascht und jetzt am Samstag, wir müssen kompakt stehen, Osnabrück wird uns alles abverlangen von der ersten Minute an und ich habe schon ein paar Mal gegen Osnabrück gespielt. Ob mit Burghausen oder mit Offenbach. Und das ist eine Mannschaft, die von Anfang an Druck machen wird. Und wir müssen auf jeden Fall dagegen halten. Wir müssen die ersten 15, 20 Minuten überstehen. Und dann müssen wir Nadelstiche setzen und ja, die Chancen nutzen, die wir bekommen. Erstmal richtig zu definieren. Zeit ist nicht mein Problem. Ich kann das sehr schnell im Raum werfen. Ich kann das sehr schnell weitergeben und so. Aber Spieler oder die Einzelnen brauchen Zeit, dass die das werden, was ist gefragt, eine Einheit, eine Mannschaft. Das ist Allernormalste auf dieser Welt. Ich denke, das haben wir die zweite Spiel hier zu Hause oder letzte hier zu Hause, was haben wir gemacht, sehr gut gehandelt. Wir haben unsere Gegner kein einziger Schuss auf Tor zugelassen bis dieser Elfmeter. Wie ist er entstanden? Haben Sie Bilder gezeigt? Das war meine Schätzung, 2,5 Meter außen, 16er. Und das war das Erste, was war gefährlich und leider Gott entscheidend in diesem Spiel. Wir hatten in die Phase, erste Halbzeit, Chancen, Tore zu machen. Wenn ich denke an die Chance von Taku, wo steht er allein, Schuss ist frei und er schießt vorbei. Wenn er schießt rein, dann ist alles absolut perfekt gelaufen. Trotz dieser Entscheidung, wir sind weiter stabil geblieben bis letzte 10 Minuten, wo haben wir mehr Risiko genommen, wo sind die Chancen für Gegner nach Standard entstanden und die Standard waren sehr weit von unserem Tor. Das heißt, wir haben nicht mehr wie früher verteidigt in unserer 16er oder in unserem letzten Drittel. Wir haben das getan, was ist entscheidend. Im mittleren Drittel haben wir verteidigt und meistens oder viel Bälle, auch dieses Mal zweite Bälle gewonnen und Druck nach vorne ausgeübt. Ja, wir haben die Chancen nicht gemacht, wir haben die Situationen, was waren Halbchancen, nicht so gehandelt, das sind die noch bessere Situationen geworden. Fairerweise muss man sagen, dass dreimal hat Torwart auch sehr gut reagiert vor Stuttgart 2. Das heißt, das war schon eine Handlungsweise, wo wir sprechen von einem Gemeinschaftsgesicht, dass wir können deutlich erkennen, trotz der Sache, das haben von euch das nicht erkannt und haben geschrieben Dinge, was mussten die selber wissen, warum. Aber ich habe gesehen eine Einheit, ich habe eine Gemeinschaft gesehen. Wir haben diese Woche, wie viel Zeit hat erlaubt, in diese Richtung gearbeitet. Mir hat beispielsweise Training, wo haben wir taktisch gearbeitet, Dienstag, sehr gut gefallen. Wo hat Mannschaft im Unterzahl
Unterzahl einige Dinge sehr gut bestätigt, wo sind Räumlichkeiten so dicht gewesen, in beide Richtungen, nicht nur in Richtung, wo müssen wir auffangen, zerstören und versuchen, in Ballbesitz zu kommen, dass wir können Fußball spielen. Wir haben die Bälle genommen, nicht nur im mittleren, wir haben in vorderer Zone auch im Training Bälle genommen und sehr gefährlich geworden und gefährlich auch gehandelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir trainieren heute wieder, wo wird man versuchen, das zu vertiefen. Ja, das ist auch eine Frage von Intensität, wenn wir das arbeiten. Wir bleiben im anaeroben Bereichen, das heißt, da muss man auch von Dosierung aufpassen. Aber das ist notwendig. Warum? So wird auch gehandelt auf Platz. Ich kann nur sagen, dass mir gefällt, wie die Spieler jetzt handeln. Wir haben auch in einer oder anderen Situation erkannt, welche Spieler haben noch größere Probleme oder brauchen noch mehr Zeit. Das ist auch gut. Das musste man auch aushandeln. Da kann man nicht trotz Kenntnisse über die Spieler nicht wissen, bis wann die hier nicht kommen und bis wann die nicht mit uns arbeiten. Und in diesem Motto, urteil nicht über ein Pferd, bis man da so selber nicht geritten. So ist das, wenn du arbeitest mit einem Spieler selber, erst dann kennst du richtig seine Qualitäten. Nicht das von Videomaterialien oder von den Spielen, wo ist dein Gegner gewesen oder wo hast du beobachtet. So ist das. Und jetzt kommen wir wieder, das braucht Zeit. Wie viel Zeit haben wir? Das ist bekannt. Wie viel geben ihr? Das müssen ihr auch wissen. Ihr habt so deutlich geäußert und einige sehr unqualifiziert geäußert über die Themen. Aber wie gesagt, das sind eure Sachen. Hilft das die Sache oder nicht? Ich sage deutlich nein. Das hilft die Sache nicht, dieser Umgang. Was haben ihr auch getrieben? Aber wir lassen uns von unserem Weg nicht wegbringen. Wir fahren den so, wie wir denken, das ist richtig. Wird das am Ende richtig, braucht man nicht erzählen. Wir brauchen Bestätigungen. Und ich kann Ihnen Märchen erzählen, ich kann Ihnen komplette Fußballbücher hier jetzt bringen oder schreiben, bringt nichts, wir brauchen Punkte. Wir brauchen Punkte und wir arbeiten in Richtung, dass wir Punkte holen. Fußball ist ein Mannschaftssport, wie Sie schon gesagt haben. Und wir spielen ja nicht seit gestern Fußball oder seit heute. Und jeder Spieler hat Fußballspielen in einem Verein gelernt. Und ja, das müssen wir auf dem Platz umsetzen am Samstag. Leistung. Alles andere ist nicht relevant. Und wenn Sie denken, ach, gegen den hat er was, oder was haben Sie da scheiße berichtet, er hat was gegen Marcel Zimmer, dann kann ich nur sagen, das ist dilettantisch von euch gewesen, mehr als dilettantisch diese Art und Weise von Berichten. Wenn habe ich mit einem Spieler tolle Verhältnis und auch Außenplatz, dann ist Marcel Zimmer über die Jahre, aber gut, ich muss eh wissen, um was geht. Das ist nie ein Grund, dass ein Spieler spielt nicht oder spielt, ist er mit Trainer besser oder nicht. Wissen Sie, ich habe mit meinem Sohn zusammengearbeitet, musste ich Mama erklären, dass er spielt nicht. Aber so ist das leider Gottes, wenn ein Trainer sieht, und in diesem Fall, ich war sein Trainer, dass er soll nicht spielen, das hat er auch nie gespielt oder hat er gespielt. Das ist der einzige Kriterium, nur zum so im Raum da stehen lassen. Ich erwarte mich von Fans, dass die ganze Wut, was die haben, und die haben Grund, Wut zu haben, ist das Wut richtige Wort, das sind die sauer, das sind die enttäuscht, ist das Wut da oder was, gibt andere bessere deutsche Wort, dass die das richtig ausladen. Ich wünsche mich, dass die das richtig auf mich ausladen, dass die fragen, dass die schimpfen auch, dass die protestieren. Und wünsche ich mich, wenn muss sein, auch, dass wir das tun mit Mannschaft intern. Aber genauso, wie ist das gut, das soll passieren, genauso ist sehr wichtig, dass sie tun das nicht wegen 90 Minuten. Ich finde was Fantastisches, was passiert in Hamburg. Wir müssen gemeinsam versuchen, das zu schaffen. Im Teilen kann man das nicht schaffen. Dass wir verstehen uns. Wir können das nur gemeinsam. Inklusive mit euch auch. Das heißt nicht, dass sie sollen nicht manchmal in die Wunde reindrücken und kritisieren. Quatsch, vielleicht hilft das. Kritiken sind nicht verkehrt, aber
Ihr wissen, wir haben ihr, habe ich schon gesagt, über Ihre Kritiken letzte Mal von Qualität. Und das ist das, was Zuschauer verdienen. Und ich finde, dass es aus meiner Sicht in dieser, genau in dieser Situation sehr wichtig ist, darzustellen. Und ich in einer anderen Situation aber richtig beschimpfen lasse, wenn die denken, da sollen die das tun. Aber ich bin bereit, an jeder Frage aus meiner Sicht und meiner Fähigkeit, ehrliche Antworten zu geben.